Alter, dein Ernst, Alter. Wie spät ist denn das eigentlich? Viel zu früh. Komm bei Deadman in Zeit. Ach, guten Morgen oder was auch immer. Wir gehen jetzt frühstücken. Bitte nicht stören. Abfahrt. Scheiße. Ich kann auch gar nichts. Geht aus, ab und zu. Wo kam er her? Da. Riecht ja ein Früchtetee, oder? So? Geil, oder? Fahrstuhl? Fahrstuhl. Wir sind im dritten Stock. Die ganzen anderen haben unten einen zweiten Stock sich einen Schlüssel geschnappt. Und ich dritten. Mein Alter. Ich fühle mich leicht beobachtet. Von dir. Erstmal gibt es hier Körbe. Gelb, blau, rot, orange. Und gar kein Brötchen. Gibt's hier leckeres Brot. Konfitüre. Bisschen frisches Gemüse. Hier geht's zum, ja, zum Fleisch. Könnte man auch noch BSE kriegen. Wegen Corona. Wingardium Leviosa. Eierwürstchen. So geht das, Leute. Hier. So. Das wollten mal Hühner werden. Wollten. Durften nicht. Trinkt das nicht. Das macht Sodbrennen. Aber rettet Sodbrennen. Und dann eine Frage an euch. Ihr Früchtemüsli? Oder wollt ihr Schokoladenmüsli? Das seid ihr gefragt. Schreibt mal in den Kommentaren. Früchtemüsli? Oder Schokolade müssen. Ja. Echt jetzt? Beim Essen. Aber. Das ist Gummipfeffer. Aber schmeckt. Erdnusskäse. Hammer geil. Ja, ich esse mein Brot mit Gabelmesser. Ich bin auf dem Sack jetzt hier. Guten Morgen, ihr Deadmänners. Wie ihr mitbekommt habt, wurde ich heute Morgen liebevoll, sehr liebevoll geweckt. Und jetzt sitze ich hier nach dem wundervollen Frühstück und bereite mich aufs nächste Deadman-Konzert vor in Köln. Turn around. Aber bevor wir zu unserem nächsten Konzert fahren, möchte ich euch unser neues Crowdfunding-Paket vorstellen. Wie ihr wisst, waren wir letzte Woche im Studio und ja, wir haben unseren letzten Song gespielt. Ich Gitarre beiseite gestellt, war froh, dass ich fertig war. Und dann kam der Jimmy zu mir. Hey Digga, mach mal hier deine Saiten von der Gitarre ab. Ich brauch die. Wieso brauchst du meine Saiten? Du hast doch auch noch welche. Dann meinte er, ich nehme meine auch. Und dann kam er auf die Idee, wir machen für euch ein neues Paket. Und zwar werden wir jede einzelne Saite für euch anbieten in einem Bilderrahmen. Mit einem Echtheitszertifikat unterschrieben von jedem Einzelnen und dann könnt ihr das eben kaufen. So Leute, Jimmy wartet schon draußen im Bus, bevor er hupt, weil ich muss fahren. Jimmy macht hinten Schläfchen. Wir sehen uns auf dem nächsten Konzert. I got a blue.
Mond.